Überlupe in die dritte Lage, oben mit einer ganzen gerissenen Rolle. Und jetzt übergehen, eine Ruhe umtrudeln. Wunderbar, in der Senkrechten gestoppt, annähernd so, wie ein Wettbewerbsspitzenflieger, nämlich wie Klaus Lehnert oder Paul Erhardt oder eben Wolfgang Galland, zeigt Toni jetzt Linien und Winkel. Übergang in die Senkrechte zu einem Turn über den linken Flügel, sogenannter Hammerhead oder von Konstrukteur und Weltkunstflugmeister Fieseler entworfen und ja, fliegerisch konstruiert, die Fieseler Kehre. Jetzt etwa 320 km/h und die Lage der nächsten positiven Ludwig mit einer halben, mit einer ganzen gerissenen Rolle im Scheitelpunkt, sogenannte Hammerarsch, meist aufgeformt von Toni Eichhorn. Und jetzt geht es über klassisches Ausweichmanöver, nach oben gezogen, rechts angetauscht und links ausgeleitet. North American T6. Senkrechte Linie, Viertel auf und jetzt wieder mit einer Halbrolle zurückgerollt in die Normalflugbahn. Ja, Motorkunstflug mit dieser North American T6 gar nicht so einfach durchzuführen, denn dieser Motor verfügt über keine Rückenflugsysteme. Das heißt, die Spritzzufuhr liquidiert den Dienst, sobald negative Gs anliegen. Deshalb muss immer wieder unter positiver Last das Manöver geflogen werden. Das heißt, immer leichte Zugsteuerknüppel während Rollen, während Loopings, während Turns und sonstige Manöver. Aber Meister beherrscht von Toni, weil der hatte natürlich einen expliziten Lehrmeister, seinen eigenen Vater. Ja, und der Walter, der steht da irgendwie doch so ein bisschen mit Tränen in den Augen. Weil eigentlich ist es ein ganz Formationsbund in Deutschland. Walter, ohne Eichhorn, ja, nächstes Jahr, beziehungsweise übernächstes Jahr, Walter, was ist dann, wenn du knapp 77 wirst, dann bist du wieder mit im Rennen. Da freuen wir uns riesig drauf. Dann spätestens in 2 Jahren wieder hier auf der Hahnweide als Formationsteam. Walter und Toni Eichhorn, doch es geht auch ohne Papa. Wunderschön geflogen, diesen Trainer aus dem Jahr 1935. Auch die Bundesluftwaffe flog über 80 dieser